Hier fehlt etwas. Hier fehlt etwas. Der Schal ersetzt den fehlenden Keilriemen. Na bitte. Fehlen nur noch die Sandsäcke. Der Brenner muss noch, brennen. Entschuldige, Just, aber ich lasse den Streuner nicht bei Skinny. Ich will, dass der Hund mitkommt. Mann, Justus, der Knochen ist schon seit Jahren abgenagt. Wenn sich der Streuner den Knochen schnappt, sind beide weg. Garantiert. Direktes Sonnenlicht schadet den Augen. Hey, Skinny! Lass ja den Hund in Ruhe! Wenn sich der Streuner den Knochen schnappt, sind beide weg. Garantiert. Was ist? Hast du den Faden verloren? Den Knochen überhaupt bemerkt? Direktes Sonnenlicht schadet den. Skinny ist abgelenkt. Leider hat der Hund den Knochen nicht bemerkt. Wir rufen Hund und Skinny vielleicht noch und wir fliegen auf. Skinny ist abgelenkt. Leider hat der Hund den Knochen nicht bemerkt. Wir rufen Hund und Skinny vielleicht noch und wir fliegen auf. Thank you.
Mensch, der Streuner! Komm, Kleiner, wir machen uns vom Acker. Hey, Töne, wo steckst du denn? Nichts wie weg zum Ballon. Na, warte, wenn ich das verfluchte Schloss aufhabe, könnt ihr was erleben! Wartet. Schnell, Peter, das Seil. Mach's gut, Skinny. Danke für deinen MG. Rocky Beach, wir kommen.
Leuchtturm von Rocky Beach. Achtung, wir landen! Fiddlers Notizen. Ach, nun sind sie weg. Die Erde hat uns wieder, Just. Na, kommst du mit uns mit? Ich glaube, er will seine Freiheit. Einmal Streuner, immer Streuner. Warte, es sind nicht alle so wie Skinny Norris. Du hast recht, Justus. Der Hund lässt sich nicht aufhalten. Ach, das ist alles Skinny Schuld. Meinst du, ich sehe meinen MG jemals wieder? Skinny weiß, dass wir einen Draht zur Polizei haben. Wenn wir uns schon den Kopf zerbrechen, dann wegen des Strandfestes. Die mutigen Aeronauten haben ihre Landung mit Bravour gemeistert. Aber werden sie das Fest erreichen, bevor Fiddler in Aktion tritt? Bleibt zu hoffen, dass Bob Inspektor Cotta doch noch überzeugen konnte, das Erscheinen des Kraken nicht auf die leichte Schulter zu nehmen. Justus, Peter, da seid ihr ja endlich. Was hat euch aufgehalten? Sagen wir, es war ein strapaziöser Ausflug. Wir sollten uns jetzt auf das Wesentliche konzentrieren. Die Partyleute sind wegen des Flashmobs im Krakenfieber. So viel zum Thema Publicity. Ich schlage vor, wir mischen uns diskret unter das Volk, bis wir Fiddlers Konstrukt gesichtet und ausgeschaltet haben. Nicht, dass ich mitzähle, Jungs, aber es werden keine Ballons gehortet. Andere Leute wollen auch ihren Spaß. Hier kann man Ballons mit Helium füllen. Gut zu wissen, dass das Edelgas nicht giftig und seine Verwendung unbedenklich ist. Sehen Sie, wer hier ist, Inspektor? Justus und Peter nehmen die Aktion mit dem Riesenkraken genauso ernst wie ich. Na, nun malt mal nicht den Teufel an die Wand. Wenn es nach euch ginge, müsste ich sogar den Weihnachtsmann verhaften. Ach, lasst mich einfach in Ruhe meinen Kaffee trinken. Hier ist ganz schön was los. Kommt, Jungs, zieht nicht so ein Gesicht. Ich konnte unser kleines Missverständnis aus dem Weg räumen. Also amüsiert euch. Ich zeige euch mal, wie man die Menge bewegt. Krake, Krake, Krake. Krake, 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 Krake. Wenn wir hier etwas ausrichten wollen, müssen wir sie ablenken. So eine Designertasche ist wertvoll. Die lässt Miss Benjamin garantiert nicht aus den Augen. Du hast flinke Finger, Peter. Bind ihn fest. Schön zu sehen, dass ihr noch Spaß habt. Jetzt hat Mrs. Benjamin gemerkt, wo ihre Handtasche gelandet ist. Ahnt sie, dass wir das waren? Mit der ist nicht gut Kirschkuchen essen. Peter, da bist du ja. Voll peinlich, die Krakenmützen. Und? Behaltet es für euch, aber der Krake ist so etwas wie eine quecksilberverseuchte Kampfmaschine und auf dem Weg hierher. Das mit dem Quecksilber geht gar nicht. Mir tun die Füße weh, weil ich den Leuten und ihrem Abfall immer hinterherrennen darf. Ich muss erst mal hier verschnaufen. Mir tun die Füße. Toll, dass ihr den Fall gelöst habt, Peter. Aber hast du nicht etwas vergessen? Vergessen? Was denn? Toll, dass ihr den Fall gelöst habt, Peter. Aber hast. Vergessen? Was? Mir tun. Mir tun.
Da hört sich doch alles auf. Ah, nun sieh mal einer an, wer unser Schlauchboot in Beschlag genommen hat. Schön, euch auf dem Strand festzusehen. Seid ihr wieder gut miteinander? Wir waren nie besser. Alle sind glücklich. Deine Tante, meine Wenigkeit und der Waschbär. Wir haben ihn ausgewildert. Nun hat die liebe Seele Ruhe. Und wir knöpfen uns das nächste Tier vor. Schließlich haben wir Riesenkrakenwoche in Rocky Beach. Mir leid, Justus. So schnell kommen wir nicht hoch. Du musst nämlich wissen, wir haben beide einen Schweinenklips. Kleinen Schwips, Mathilda. Wir haben einen kleinen Schwips. So sieht man sich wieder, Justus. Peter? Bob? Halten Sie nach dem Kraken Ausschau? Warum benutzen Sie nicht das Fernrohr? Wissen Sie nicht, dass Fiddlers Ungetüm gefährlich ist? Ja, ich halte nach dem Kraken Ausschau. Nein, das Stativ hält leider nicht. Und was Fiddlers Konstruktion angeht... Negativ. Ich halte Sie auf dem Laufenden, Clark Ende. Miss Benchman hat mir versichert, dass bei der Aktion niemand zu Schaden kommt. Meine Rolle besagt, sogar ich als Wissenschaftler bin auf den Kraken hereingefallen. So komme ich ins Gespräch. Zum Buch, zum Bestseller, zum Geld, zu meiner Expedition. Meine Rolle besagt... Die Linse ist total verschmiert. Der ist für dich, Kelly. Oh, du hast daran gedacht. Wie süß, Peter. Ich habe auch etwas für dich. Du machst ein Gesicht wie ein Gespenst auf Urlaub. Und nimm schon. Danke, Kelly. Mir tun die... Meine Gutmütigkeit hat Grenzen, Jungs. Mein Tablet. Schon vergessen? Die Leute vor dem Kraken warnen? Wir sollen doch Panik vermeiden. Die Linse ist total verschmiert.